wieder wurde ja schon nicht behauptet, ich sei ein ja durchaus attraktiver Mannskerl. Allerdings sei ich doch ein bisschen unsportlich, was ich heute widerlegen möchte. Ich habe mir vor einiger Zeit, also ein, zwei Wochen, dieses wunderbare Teil hier, Higrometer oder wie das Ding hier heißt, damit kann man schön Sport treiben, Fahrrad fahren. Ich zeige es euch nachher nochmal in der Gänze und wollte euch mal zeigen, wie ich mich in der Regel vor meiner Show, vor meiner News-Show vorbereite. All die 95 Videos davor habe ich das auch gemacht, obwohl ich dieses Fahrrad noch nicht hatte. Und dass ihr mal seht, wie dermaßen sportlich ich bin, seht ihr, das ist meine normale Sportgarnitur, mit der ich Sport mache. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ich mich auf dieses Fahrrad hier raufsetze. Ein kleiner Hinweis, das Fahrrad ist an sich sehr gut, hat aber ein Sattel, der so hart ist wie irgendeine Steinbrust von irgendeinem Betonweib. Und ja, man setzt sich dann drauf wie ich und fängt an zu radeln, was dann jetzt auch soweit schon reicht. Ich bin schon ganz schön aus der Puste. So, jetzt seht ihr mal, wie ich mich vorbereite. Ich zeige euch jetzt nochmal das Fahrrad in seiner Gänze. Ein bisschen schlecht mit diesen blöden Handschuhen, deswegen ziehe ich die jetzt mal aus. So, Achtung Leute, dieses Teil hier habe ich mir jetzt vor kurzem zugelegt. Achtung, achtet jetzt nicht so auf die Ordnung hier. Das sieht bei mir, wenn ich Videos drehe, immer ein bisschen chaotisch aus. So, dieses Teil hat 239 Euro gekostet. Ich sag mal nicht wo, bei Lidl. Und bei Amazon kostet dieses Teil 269 Euro. Und das wiegt ungefähr 35 Kilo, hat so einen schönen kleinen Computer. Den kann ich euch ja mal zeigen. Und zwar mache ich da mal den Stecker rein. Da ist er, wieder super vorbereitet. So, und dann seht ihr gleich, jetzt geht der Computer an. Da, zack, seht ihr das? So, und jetzt könnt ihr einstellen, Bergsteigen, Treppensteigen etc. Hier an den Seiten sind solche Elektronen. Der misst den Puls, aber auch nicht so ganz genau. Ja, und das Ding hat beim ersten Mal benutzen hier unten geschliffen, also so Schleifgeräusche von sich gegeben. Ich musste also die Schrauben alle lockern von dem Teil, damit das, die Schleifgeräusche aufhören. Und der Sattel, ich sag euch, also Männer, die eine Prostata haben, und das haben die meisten Männer noch, sollten sich da nicht drauf setzen. Und Hodenkrebs ist garantiert auch garantiert damit. So, ihr habt gesehen, ich bin sportlich wie gar nichts. Ich melde mich jetzt gleich zum regulären News-Video. Guckt mal, ich zeige euch noch das Poster, darauf werde ich sehr häufig angesprochen. Und da machen wir mal eine kleine Reise. Da sollen jetzt angeblich soweit fast alle Konsolen drauf sein, die jemals erschienen sind. Ich versuche das mal ein bisschen langsam zu machen. Vielleicht entdeckt der ein oder andere sein eigenes Gerät da wieder. Also damit ihr mal seht, gerade so die PlayStation 3 und Xbox 360 Banausen. Die Jüngeren, die denken, davor gab es gar nichts. Es gab halt wie bei der Evolution des Menschen, wo es ja eine Steinzeit gab, gab es auch im Videospielbereich sowas. Da haben wir auch in der Steinzeit gelebt, technisch. Und heutzutage ist das alles super. So, das Teil hier ist keine Konsole und der hier auch nicht. So, ich melde mich gleich bei meinem regulären News-Video. Bis gleich. Ja, jetzt, nachdem ich jetzt sehr harten Sport betrieben habe, kommen wir jetzt zum regulären News-Video. Heute ist der 13.05.2012. Dieses T-Shirt habe ich vor einigen Monaten, als wir diese Dioxin-Geschichte da in den Eiern hatten, mal gekauft und dachte, das muss ich nie wieder anziehen. Jetzt haben wir schon wieder Probleme mit solchen Giftstoffen in den Eiern. Wir Männer, die Eier oder die Hühner oder die Menschen, die Hühner und die Eier, die sollten sich mal ein Beispiel an uns Männern. Wir würden da nie irgendwelche Dioxin spritzen oder sonst was. Wie
Ach so, ja gut, ich soll da jetzt nicht so näher eingehen, weil das Video ist ja ab 3 Jahren freigegeben hier. Ich sag mal dazu jetzt nichts weiter, aber man muss doch, wenn man sich Eier holt, davon ausgehen, dass sie auch ja, rein und gesund sind. Aber jetzt soll halt wieder dieses Dioxin da drin sein, zwar nicht in allen Eiern. Gut, jetzt kann man sagen, was soll ich überhaupt noch essen? Gute Frage. So, ich habe für euch eine Menge News, Spiel der Woche. Ja, und dies und das, ihr kennt das ja so alles. Ich lasse das wieder alles so auf mich einplätschern. Und ja, eine kurze Akne-Note, die ich euch erzählen möchte. Am 15.05. erscheint ja offiziell Diablo 3. Da laufen schon einige ganz schön amok. Ich hätte das schon am Samstag haben können, also am 12.05. Also haben können. Ich sage nicht, dass ich es hätte verkaufen können aber ich hätte es im Laden schon mal gehabt. Ist ja was Beruhigendes. Und deswegen hatten wir heute auch extra 3 Stunden aufgemacht am Samstag. Normalerweise haben wir samstags halt geschlossen, weil, keine Ahnung, seit 2009 irgendwie lief das nicht so samstags. Und der Postbeamte, der die Pakete bringt, der ging halt davon aus, da ja samstags meistens oder immer zu war, ich nehme das Paket mal gar nicht mit. Das hat mich natürlich geärgert, weil erstens mal haben die Nachbarn links und rechts geöffnet, da kann man das Paket abgeben. Und er hat es natürlich nicht mitgehabt, also es war halt sehr ärgerlich. Und die Nachfrage nach Diablo 3 ist jetzt eigentlich sehr gut. Ich denke mal, das Teil wird einschlagen wie eine Bombe. So, jetzt fangen wir mal mit den ersten News an. Da haben wir ja wieder eine ganze Menge zusammenklabustert. So, fangen wir mal an mit Call of Duty, Duty Elite. Call of Duty Elite mit über 10 Millionen Mitgliedern. Das Unternehmen Activision gab mit einer durch eigenen Stolz stark geschwollener Unternehmungsbrust nun bekannt, dass der Online-Service Call of Duty Elite inzwischen schon mehr als 10 Millionen registrierte Mitglieder und Mitgliederinnen hat. Stand war der 30.04.2012. Darunter sind mehr als 2 Millionen zahlende Premium-Mitglieder und Mitgliederinnen. Übrigens, 30.04., da hatte ich Geburtstag. Und ja, das möchte ich mich nochmal bei allen bedanken. Ganz besonders bei meinen Facebook-Zuschauern und Zuschauerinnen. Da ging das um 1:01 schon los. Mein halbes Facebook-Dings wurde zugespammt, auch wenn es auf einer freundlichen Art war. Ich habe dann so einen Sammeltrade da gemacht, wo sie mir alle dann gratulieren konnten. Haben trotzdem viele nicht kapiert. So waren halt viele aktuelle Videos von mir und Beiträge jetzt irgendwo sonst wo da unten im Keller. Aber da haben mir sehr, sehr viele Leute gratuliert. Leute, die mir sehr nahe stehen, also Familie und Freunde, die haben das entweder total vergessen oder erst einen Tag später oder was weiß ich wann sich mal gemeldet, aber mir fremde Facebook- und YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen haben mir gratuliert, das fand ich sehr nett. Am meisten war die Resonanz bei Facebook sehr groß, also da waren es Hunderte. Ich möchte mich dafür ausdrücklich bedanken, aber nächstes Mal hätte ich doch lieber Geschenke. So, Bandai Namco will über 2 Millionen Tekken Tag Tournament 2 verkaufen. Das Unternehmen Bandai Namco gab nun bekannt, dass man von den kommenden Prügelspiel-Hit Tekken Tag Tournament 2 PS3 Xbox 360 auf jeden Fall mehr als 2 Millionen Exemplare weltweit an die Gamer und Gamerinnen verkaufen lassen möchte. Voraussichtlicher Erscheinungstermin in Deutschland und Europa allgemein ist September 2012. Also Prügelspiele gehen irgendwie total an mir vorbei. Ich habe damals auf dem Super Nintendo Street Fighter noch gespielt, aber ansonsten bin ich nicht so der Prügelspiel-Fan. So, Kid Icarus, das jetzt auf dem 3DS herauskam, Nachfolger unwahrscheinlich. Es ist zurzeit leider ziemlich unwahrscheinlich, dass es einen Nachfolger zum 3DS-Abenteuer Kid Icarus Springing geben wird. Das sagte jedenfalls Masahiro Sakurai in einem kürzlich durchgeführten Interview. Die große Welt von Kid Icarus sei eben so erschaffen worden, dass es scheinbar keine Möglichkeit für einen erfolgreichen zweiten Teil gibt. Sie haben keinen Bock drauf oder hat sich nicht verkauft oder keine Ahnung. Wahrscheinlicher sei nun vielmehr ein komplett neues Kid Icarus Spiel in Also, jetzt kommt ein Zitat. Ich denke im Moment, dass vielleicht irgendjemand anderes außer mir mal ein neues Kid Icarus in den nächsten 25 Jahren macht, meinte Sakurai, der sich aktuell auch mit dem kommenden Super Smash Bros. Prügelspiel für Wii U und 3D befasst.
Ja, ich habe das mal gesehen auf dem 3DS, das Kid Icarus war, ich fand das klasse. So, auch Sega ist nicht auf der kommenden Gamescom vertreten, nachdem ja auch schon Nintendo Tschüss gesagt hat. Das Unternehmen Sega wird an der Gamescom, die von 15.08. bis 19.08.2012 in Köln in diesem Jahr stattfindet, nicht teilnehmen. Das teilte das Unternehmen in einer Stellungnahme mit. Der Grund ist das dünne Spiel-Line-up, das einen solchen Messeauftritt nicht rechtfertigt. Viele AAA-Titel, also das sind so Top-Titel, erscheinen zudem zu einem Zeitpunkt, der für einen Messeauftritt im August keinen Sinn ergibt. Ja, ich meine, da mal präsent zu sein, einfach mal ein bisschen Sachen zu verteilen, das wird es ja auch schon bringen. So, mehr als 4 Millionen Portal weltweit verkauft, Portal 2. Das Unternehmen Valve hat von Portal 2, PS3, Xbox 360, PC, Mac etc. mittlerweile über 4 Millionen Einheiten weltweit verkauft. Das bestätigt David Saver von Valve in einem Interview. Portal 2 wurde am 19.04.2011 in Amerika und am 21.04.2011 in Europa und am 19.05.2011 in Japan veröffentlicht. Ich habe das Spiel mit einem Kumpel durchgespielt, war sehr, sehr spaßig, hat mir Laune gemacht und ich bin mal gespannt, ob es einen dritten Teil gibt und wie der dann sein wird. So, ich dachte, die Kamera ist nicht an. So, Bioshock Infinity weltweit auf Februar 2013 verschoben. Jetzt werden einige Selbstmord begehen und danach sich ärgern, dass sie dann nicht mehr leben. 2K Games gab bekannt, dass der Shooter Bioshock Infinity PS3 Xbox 360 weltweit von Oktober 2012 auf den 26.02.2013 verschoben wurde. Die Mehr Zeit wollen die Entwickler zur Qualitätsverbesserung nutzen. Ja, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, ist die andere Frage. Aber das ist natürlich ein Titel, auf den sich sehr, sehr, sehr viele freuen. Und da will man natürlich schon was Perfektes abliefern. Schauen wir mal. So, was haben wir hier noch? Minecraft, Splitscreen auf HD-Fernsehern, Fragezeichen. Für Multiplayer-Spiele im geteilten Bildschirm von mega erfolgreichen Minecraft-Spiel ist ein HD-Fernseher notwendig. Auf SD-Geräten funktioniert der Splitscreen hingegen leider nicht. Das meldete so nun Kotaku unter Berufung auf den wissenden Entwickler 4J Studios. Da weder das Unternehmen Microsoft noch die 4J Studios auf die zwingende Notwendigkeit eines HD-Fernsehers hingewiesen hatten, gibt es derzeit zahlreiche Kundenbeschwerden. Weiter geht's gleich im zweiten Teil. Und ja. Willkommen zum zweiten Teil. Ich habe mal beim Stöbern was gefunden, und zwar eine uralte Geburtstagskarte an mich gerichtet. Elefanten aus Elefantenhausen. Und zwar habe ich Elefantenhausen 23. Also von 1977 eine uralte Geburtstagskarte. Da war ich 12 Jahre alt. Die herzlichen Glückwünsche zum Geburtstag. Stopp, viel Glück im neuen Lebensjahr. Stopp. Ja, das muss man sich mal vorstellen. So asbach alt, ja. Und ja, fast museumreif habe ich mal so gefunden. Wo, da kommst du mir denn wirklich so, Mensch, du warst ja auch mal jung, ja. Und bevor ich die nächsten News-Videos, ich weiß nicht, ob ihr diese Zeitung hier kennt, ich gehöre nicht da zu denen, ich arbeite auch nicht mit denen zusammen, aber ich kriege die bei mir auch im Laden geschickt, kostenlos, immer so 500 Exemplare und die kann man dort kostenlos mitnehmen. Die kostet nichts und ich finde, das ist jetzt die Ausgabe April 2012, Nummer 9. Ist eigentlich eine sehr gut gemachte Zeitung. Inwiefern sie kritisch sind oder jetzt unabhängig ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sagen sie auch mal, was sie nicht gut finden. Es ist von der Aufmachung her eigentlich kaum zu unterscheiden von anderen bekannten Zeitungen wie GamePro etc. Natürlich ohne jetzt deren ja, Umfangreichität dazu erreichen. Ist eine schöne Zeitung, wenn ihr mal in Videospielläden geht. In Kaufhäusern gibt es sicherlich auch. Fragt danach.
Ja, kann ich jedem nur empfehlen. Die hatten mal vor einiger Zeit hier hinten einen Code drauf von irgend so einem Panzerspiel und da haben die Leute, sind die Leute durchgedreht. Als ich so einige Zeitungen davon weggeschmissen habe, haben sie sie sogar aus dem Müll rausgeholt. Also ich kann euch die nur empfehlen, kostet nichts und ist ganz gut auch geschrieben. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier irgendeinen aktuellen Test drin finde. Ihr Inhaltsverzeichnis ist hier für mich gar nicht auffindbar. Haben die das nicht oder was? Nee. Na gut, da können wir dann vergessen. So, machen wir weiter mit den News. Zack. Ach so, genau, ich war da stehen geblieben und zwar, dass man bei diesem Minecraft, einen HD-Fernseher braucht, um Splitscreen zu zocken auf dem Fernseher. Und das wurde angeblich vorher nicht mitgeteilt und deswegen sind eine ganze Menge Leute angepisst. Das Spiel ist ja erschienen seit dem 9.05.2012 nun auch auf Xbox Live Arcade weltweit erhältlich. Ich mag das Spiel gerne, ich gucke da auch gerne zu, aber dass ich es jetzt selbst zocke, ist nicht so mein Ding. So, weiter. Genau, neues Microsoft-Patent. Xbox-Controller erkennt Händedruck. Klingt jetzt erstmal sehr so nach Südost-West-Beziehung, Frieden machen, Krieg, Händedruck der Präsidenten. Das Unternehmen Microsoft hat ein neues Patent für einen völlig neuen Xbox-Controller beim US-Patent- und Markenamt angemeldet, der den Druck der eigenen Hände ermitteln kann. Patent ist wichtig, dass wenn man das angemeldet hat, kann einem niemand diese Idee klauen. Ja, ob die Piratenpartei das jetzt so gut findet oder nicht, ich habe ja immer sehr mit der Partei sympathisiert, also ich fand sie gar nicht so schlecht. Aber es gibt so ein paar Sachen, was das Urheberrecht anbetrifft, was ich auch als Ladenbesitzer nicht teilen kann. Also ich weiß nicht, ob ich sie das nächste Mal wählen werde. So, dadurch kann der Controller dann die Person hoffentlich problemlos identifizieren, die ihn gerade hält. Der intelligente Controller kann einen Spieler oder eine Spielerin dann zum Beispiel seine oder seinen persönlichen oder persönliche Gamertag automatisch zuordnen, Freundeslisten und ebenso soziale Gruppen schnell anzeigen. Außerdem soll es dann auch möglich sein, dass sich ein Spieler oder eine Spielerin aufgrund des eigenen Händedrucks völlig automatisch in Dienste einloggt und E-Mails abruft. Das alles dann ganz ohne oft umständliche Passworteingabe. Ob und wann dieser Controller überhaupt erscheinen soll, bleibt noch abzuwarten. Solange man nicht, wenn man seine eigene Xbox starten will, erstmal sein Auge da irgendwie oder rausmachen muss und hinhalten muss, ist es in Ordnung. Ich würde es gut finden, wenn der Controller denn auch so ein Missbrauch-Ding hat. Einfach zum Beispiel, wenn jemand Fremdes versucht, meinen Xbox-Controller anzufassen und der Controller merkt, das ist nicht die Hand von Matti, so 800-900 Volt Stromschlag, so 3-4 Minuten, das wäre lustig. So, also das haben wir jetzt erstmal durch. Wie immer bedanke ich mich für die News bei Gamefront.de. So, über 3 Millionen Resident Evil Operation Raccoon City ausgeliefert. Das Unternehmen Capcom gab nun, nicht ganz ohne eigenen Stolz, bekannt, dass von dem Shooter Resident Evil Operation Raccoon City PS3 Xbox 360, PC-Version kommt ja noch, oder warte, ist die schon erschienen? Nee, die kommt. Mittlerweile schon mehr als 2 Millionen Exemplare weltweit ausgeliefert wurden. Der Stand ist 31.03.2012. Ob dies nun die Uncut in Deutschland zensierte oder beide Versionen zusammen betrifft, ist noch nicht berichtet worden. Denn in Deutschland ist das Spiel ja zensiert worden. Das trotz teils mäßiger Pressekritiken erfolgreiche Spiel kam am 23.03.2012 in Deutschland, Europa und am 20.03.2012 in Amerika und am 26.04. in Japan in den Handel. Übrigens Max Payne 3, werde ich auch oft das gefragt, ist die deutsche Version zensiert. Und ja, wer keinen Bock hat auf Zensur, so wie ich zum Beispiel, muss sich halt im Fachhandel oder was weiß ich wo eine Uncut-Version besorgen. So, Nintendo beendet Produktion vom 3DS Aqua Blue. Das Unternehmen Nintendo wird wohl leider die Produktion des inzwischen sehr erfolgreichen Nintendo 3DS in der beliebten Farbe Aqua Blue in Kürze einstellen. Das teilte jedenfalls das Unternehmen auf der offiziellen Website mit. Warum, wieso, weshalb, das ist noch ein bisschen unklar. Im Übrigen möchte ich mal auch sagen, es
es nähert sich immer mehr das Gerücht, dass die nächsten Konsolen, PS3, Xbox, also die nächste Xbox, die nächste PlayStation-Konsole, den Gebrauchtmarkt massiv angreifen wird. Das heißt, dass zum Beispiel Spiele an dem Gerät gebunden sind und wenn man sie dann auf einer anderen Konsole spielen möchte, muss man sie online-mäßig erst irgendwie einen Code freischalten etc. Und damit bekämpfen sie den eben das demokratische Recht, sein Eigentum oder was man eben erworben hat, auch wieder weiter zu verkaufen. Wenn das, wie gesagt, so weitergeht, können wir bald eBay schließen etc. Ich versuche mir das nicht mehr so zu Herzen zu nehmen, weil ich sowieso nicht vorhabe, jetzt hier noch 1000 Jahre meinen Gameladen zu behalten. Die Zeiten, wie gesagt, sind vorbei, die guten Zeiten. Aber es wird da sicherlich irgendwas kommen, dass man sich eben gezwungen ist, gerade Leute, die wenig Geld haben, sich eben ein neues Spiel zu kaufen, weil sie gebraucht denn nur noch schikaniert werden. Also ich finde das undemokratisch und ich finde diese Spielefirmen total geldgeil. Die verdienen A genug und B sollten sie nicht die Leute bekämpfen, die ehrlich sind, sondern die Leute, die Raubkopien bla bla erstellen oder kaufen. Call of Duty Black Ops 2 stellt Vorbestellrekord auf. Der kommende und inzwischen auch offiziell bestätigte Shooter Call of Duty Black Ops 2 PS3, Xbox 360, PC hat inzwischen schon einen neuen Vorbestellrekord aufgestellt. Das sagte Erik Hirschberg, irgendein Chef, tralala, beim erfolgreichsten Unternehmen Activision, in einer Telefonkonferenz gegenüber interessierten Analysten. Die gierigen Vorbestellungen in der ersten Woche, nachdem der Shooter auf jeden Fall angekündigt wurde, liegen nun erheblich vor denen, die Activision damals schon für Call of Duty Modern Warfare 3 erzielen konnte. Ja, mein Glückwunsch dazu. Genaue Zahlen nannte Herr Hirschberg allerdings noch nicht. Voraussichtlicher Erscheinungstermin in Deutschland, Europa, 13.11.2012. Es wurde ja erst vor kurzem bekannt gegeben, dass es kommt, was jetzt in meinen Augen nicht so zum Erstaunen geführt hat, weil damit hat eigentlich fast jeder gerechnet. Und die haben schon einen Vorbestellrekord zu verzeichnen. Das ist natürlich was, worüber sich jeder Spielehersteller freuen würde. So, Sony hat 1,8 Millionen PS Vita weltweit schon verkauft. Sony gibt bekannt, dass 1,8 Millionen Einheiten der PlayStation Vita weltweit bis 31.03.2012 verkauft wurden. Der Handheld kam am 17.12.2011 in Japan und am 22.02. in Deutschland, Europa und in Amerika auf dem Markt. Im laufenden Geschäftsjahr, also das geht von 1.4. bis 31.3.20, also vom 1.4.2012 bis 31.3.2013 will Sony weltweit 10 Millionen Einheiten absetzen. Ich habe mir das Teil immer noch nicht gekauft. Also ich muss zugeben, ich habe es mir noch gar nicht richtig angeguckt. Also ich melde mich gleich im dritten und letzten Teil. Falsch rum. Doch, willkommen zum dritten Teil. Ich kann euch ja mal kein Geheimnis verraten. Ich habe früher immer South Park, diese Serie, nicht gemocht. Mir gefiel so dieser ganze Animationsstil nicht und was weiß ich. Jetzt habe ich mir das mal angetan. Das wird irgendwo jetzt wiederholt auf irgendeinem Comedy-Kanal. Und ich muss sagen, dieser Humor, ja, dieser teilweise sowas von frech und satirisch ist, finde ich total geil. Ich gucke das jetzt regelmäßig. Hätte ich nicht gedacht, dass die mich doch nochmal packen. Und ich habe mich jetzt schon an diesen ganzen Stil gewöhnt, aber der Humor da drin, affengeil. So, bevor ich jetzt die restlichen News mache, zeige ich euch mal jetzt mein Spiel der Woche. Ich habe lange darauf gewartet, mir das zu holen. Es ist jetzt preisgesenkt, zumindest bei meinem Großhändler. Ein sehr schönes Rollenspiel. Wer jetzt aber zum Beispiel mehr so der Skyrim-Fanatiker ist, wird sich ein bisschen die Augen reiben, weil das doch relativ bunt ist, das Spiel. Aber ich spiele zurzeit The Witcher 2 immer noch auf Xbox 360. Dann Puzzle Quest 1 wieder und was spiele ich noch? Ja, und Skyrim auch meistens sonntags. So, und dann auch zeige ich euch einfach mal ein Spiel, was ich jetzt auch sehr günstig gekriegt habe. Das ist jetzt
herabgesetzt. Bei meinem Großhändler haben sie das verramscht. Ein sehr außergewöhnliches Spiel, wird sich aber jetzt nicht sonderlich verkauft haben, aber hatten sie einen netten Stil. Und ein Kollege von mir, ein Ex-Kollege von mir, der hat mir mal dieses Buch hier geliehen. Ich wusste, dass es da natürlich ein Spiel von gibt. Ich besitze das ja auch. Es befindet sich ja auf dem Index. Aber dass es darüber auch ein Buch gibt, das hatte ich jetzt nicht gedacht. Ich halte euch das mal für einen Moment in die Kamera, dass ihr hinten mal lesen könnt. Macht einfach auf Pause und lest euch das durch, wenn euch das zu schnell geht. Ja, ist ein sehr dickes Buch. Das geht über 340 Seiten und soll sehr, sehr gut geschrieben sein. Finde ich sehr, so gesagt, die Zombie-Bibel, kann man dazu sagen. So, jetzt machen wir weiter mit News. So, wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ach so, bei der PS Vita, ja, dass die dann doch noch ganz gut läuft. So, wo waren wir jetzt hier stehen geblieben? Und die Nachrichten habe ich jetzt schon vorgelesen, die machen wir mal hier weg. So, Call of Duty, so. Genau, offenbar Multiplayer für Bioshock Infinity in Vorbereitung. Der kommende Shooter Bioshock Infinity PS3, Xbox 60, PC könnte angeblich einen interessanten Mehrspielermodus erhalten. Wie Super Annuation auf der Internetplattform Twitter nun meldete. Grund für diese positive Annahme ist eine aktuelle Stellenanzeige vom Unternehmen Irrational Games für ein Network-Programmer. Bewerber oder Bewerberinnen sollen demnach mindestens ein Konsolenspiel mit Internetfunktionalität ausgeliefert haben und sich besonders gut mit Dingen wie Matchmaking, dem Erfassen von Statistiken und Analysen sowie Ingame-Updates auskennen. Da Bioshock nun leider weltweit auf den 26.02.2013 verschoben wurde, könnte die dadurch entstandene deutliche Mehrzeit eventuell auch für den Einbau eines spaßigen Mehrspielermodus genutzt werden. Irrational Games hat allerdings diese Meldung noch nicht kommentieren wollen. Kommt heute ein Spiel überhaupt noch ohne Multiplayer aus? Ich weiß es nicht. Dead or Alive 5 weltweit im September? Fragezeichen. Das Unternehmen Tecmo Koei will das kommende Prügelspiel Dead or Alive 5 PS3, Xbox 360 angeblich weltweit im September 2012 veröffentlichen. Das teilte nun der japanische Publisher in einem aktuellen Geschäftsbericht mit. So, ja genau, Crow Team Zero Sam 3 weiterhin in Arbeit. Das erfolgreiche Crow Team ist auch weiterhin mit der Entwicklung vom Shooter Zero Sam 3 BFE für die Xbox 360 beschäftigt, nachdem die scheinbar nur mäßig erfolgreiche PC-Version bereits am 22.11.2012 in Deutschland und Europa ausgeliefert wurde. Also für PC gibt es das Spiel schon. Das teilte Crow Team nun aktuell auf der Internetplattform Facebook mit. Seit der Veröffentlichung der im Game-Presse-Bereich nur als durchschnittlich bewerteten PC-Version kümmern sich die Entwickler bemüht um die Xbox 360-Version, heißt es weiter. Nach etlichen Schwierigkeiten bereitet dem Crow Team der noch klein... Nee. Ach so, also etliche Schwierigkeiten bereitet dem Unternehmen noch der kleinere Speicher der Xbox 360-Konsole. Auch mit einer anständigen Bildrate hat man scheinbar noch zu kämpfen, da sie noch leider zurzeit nicht so stabil läuft. Was die PlayStation 3-Version von Zero Sam 3 anbetrifft, muss erst einmal abgewartet werden. Da die Sony-Konsole aufgrund des Speichers noch mehr Programmierarbeit und Optimierung benötigt als die Xbox 360-Version, will sich das Team hierzu dann noch nicht äußern, ob jetzt eine PS3-Version kommt oder nicht. Ich habe die Serious Sam-Teile eigentlich alle gespielt, der dritte Teil ist aber an mir völlig vorbeigegangen. So, jetzt habe ich noch eine Meldung, und zwar Hitman Absolution. Vorbesteller erhalten Actionspiel Hitman Sniper Challenge. Das Unternehmen Square Enix will das kommende Actionspiel Hitman Absolution PS3, Xbox 360, PC am 20.11.2012 in Deutschland, in Europa und in Amerika ausliefern. Das teilte aktuell so Entwickler IU Interactive auf der Internetplattform Twitter mit. Gleichzeitig kündigt Square Enix aber auch das Actionspiel Hitman Sniper Challenge für alle Vorbesteller und Vorbestellerinnen in Deutschland an. Hitman Sniper Challenge ist allerdings kein Bestandteil des Hauptspiels, sondern wurde von Interactive als absolut einstelliges Spiel entwickelt. Die Spieler und Spielerinnen steuern in diesem Spiel den gewohnt kaltblütigen Agenten 47 auf dem Dach eines Hochhauses. Mit einem treuen und
und tödlichen Scharfschützengewehr bewaffnet, geht er dann auf die gefährliche Jagd nach Richard Strong Jr., dem Geschäftsführer des Waffenherstellers Station Armaments, ihr wisst ja mein Englisch, und dessen gewalttätigen Bodyguards. Erfolgreiche Schützen schalten zum Beispiel Punkte-Multiplikatoren frei und entdecken zahlreiche Extras. Zudem haben die Entwickler auch noch etliche Waffenverbesserungen in dem weitläufigen Abschnitt versteckt. Auch ein ziemlich hoher Wiederspielwert soll angeblich vorhanden sein. So bietet Hitman's Sniper Challenge den Spieler und Spielerinnen auch viele Wege, die Gegner endgültig auszuschalten. Warte mal kurz, was. Oh, jetzt habt ihr hier mal was live erlebt. Oh, oh, oh. Jetzt ist gerade, es ist draußen so windig, dass das jetzt gerade mein Fenster aufgerissen hat. Ich habe mich total erschrocken und meine Schinschillas auch. Ja, das ist doch mal eine gute Idee. Die Vorbesteller kriegen jetzt noch so ein kleines Extraspiel dazu von Hitman. Das finde ich klasse. Jetzt habe ich soweit alle News vorgelesen. Ja, Händedruck, bla bla. Ja, habe ich soweit alles vorgelesen. So, ja, also ich werde jetzt in dieser Woche wieder arbeiten gehen. Übrigens arbeiten gehen, ich habe meinen Vertrag von meinem Laden wieder ein halbes Jahr verlängert. Es geht ja immer ein halbes Jahr und dann entscheide ich halt, ob ich noch ein halbes Jahr ranhänge. Eigentlich wollte ich ja im Sommer jetzt zumachen, weil ja, der Fachhandel ist ziemlich im Arsch. Ich mache jetzt sehr viel auch Internet bei Amazon und so weiter. Das geht ein bisschen besser. Aber ich habe gedacht, nee, ich mache noch ein halbes Jahr bis Februar, vielleicht noch eins, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt seit 12 Jahren selbstständig. Der Laden ist 1995 gegründet worden. 2000 habe ich ihn übernommen. Es ist so sauschwer, sich daraus zu verabschieden und eventuell Hartz-IV-Empfänger zu werden oder wieder in meinem Beruf als Erzieher zu arbeiten oder egal was. Es ist so schwer. Ich hänge schon noch irgendwie an dieses Game-Szene. Aber man muss es realistisch sehen. Die Zeiten von diesen kleinen Fachgeschäften sind im Allgemeinen vorbei, es sei denn, man orientiert sich wirklich in alle Richtungen online. Also ich verkaufe zum Beispiel auch Musik-CDs, Classic-Musik-CDs, Videos, Simpsons-Tassen und was weiß ich. Nur noch ungefähr 30-40% meines gesamten Umsatzes hat noch was mit Spiele zu tun. So, okay, ich wünsche euch eine hervorragende Woche, bleibt alle gesund. Das wünsche ich vor allen Dingen auch allen Freunden und Feinden von mir. Und ja, bis dann, bis nächste Woche, euer Matti. Aus Berlin.